so, dass irgendwann immer gesagt hat, Mensch, schaust du, die Moos haben wir aus München, so ähnlich, du musst das so machen, wie kommst du dazu? Also vor 10 Jahren hat er bei Moosheimer gelebt, und die Leute mich einfach ansprechen und gesagt, hey, das ist aus wie bei Moosheimer. Und da kam dann die Zeit, das hat dann mit mir genervt, weil ich bin in den Lokal gegangen, da haben die alle getuschelt, haben sich umgedreht, haben gesagt, gut, da steht der Moosheimer, da hat er hier noch gelebt. Und wir hatten auch zu Hause einen Workshop, das war also ein Straßen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, also ich mache jetzt eins, wenn die Leute den Moosheimer haben wollen, dann mache ich einen. Und da habe ich das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, nämlich Musik. Und so bin ich, oder so ist dann die Person DJ Moosi entstanden. Und wenn ich umgestanden bin, kurz nach Hochzeit hat, mache ich als DJ Moosi Musik, Atemmusik oder in 30 Musik, also das ist dann. Also dann der Auftritt. Okay, also als DJ, wie war denn das damals? Das ist ja sicherlich auch erfahren, ich kann mich erinnern, als ich erst gestern gewesen, als dann Rudolf Moser ums Leben gekommen ist, war damals eine dramatische Geschichte, wo er wurde. Wie war denn das bei dir? Warst du dann auch und sagst, Gott, der Sohn, oder wie war das? Ja, das war eigentlich unfassbar und ich muss sagen, ich habe den Rudolf Moser gemocht, weil es war so eine schillernde Figur, es war immer interessant, wenn er erzählt hat, aus seinem Leben und es sind auch so Leute, die wir heute eigentlich bräuchten, weil wir haben ja keine Leute, Fische oder Moosheimer. Also Leute, die einfach auch was darstellen, die also auch in der Handlungswelt waren. Und ich war schon ziemlich geil. Okay, wir wollen jetzt aber kein Trübsal blasen. Es ist Wiesn und es soll jetzt zur Sache gehen. Dankeschön an DJ Moosi. Übrigens, gerade bei Facebook gepostet ein Foto von ihm. Könnt ihr euch alle mal anschauen. Und ich gehe jetzt zurück ungefähr, ja, 200 Meter Luftlinie von mir an das Hauptschiff von den Studios, wo Markus und wie heißt die andere über dir? Bärbel. Bärbel stehen. So, ich kann die